FC Magdeburg haben den Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Spitzenreiter Paderborn gewann am 35. Spieltag der 3. Liga mit 3:0 gegen die SPVGG Unterhaching. Verfolger Magdeburg bezwang Fortuna Köln mit 2:0. Beide Teams sind 3 Partien vor Saisonende nicht mehr von den direkten Aufstiegsplätzen zu verdrängen. Paderborn kehrt 2 Jahre nach dem Abstieg zurück in Liga 2. Kurios, das Team von Trainer Steffen Baumgart war vor einem Jahr sportlich in die Regionalliga abgestiegen und hatte die Klasse nur gehalten, weil 1860 München keine Lizenz erhalten hatte. Magdeburg, einziger Europapokalsieger der ehemaligen DDR, spielt kommende Saison erstmals seit der Wiedervereinigung zweitklassig.